Als wir damals die Idee hatten, zusammen mit der Forschungsstelle für Versicherungswesen an der Universität Münster, hatten wir einen Glücksgriff, dass wir hier dieses Forum geschaffen haben, interdisziplinär mit allen Beteiligten aus Praxis und Wissenschaft. Es war ein ganz neues Format, dass der BVK sich sozusagen auf die Bühne der Wissenschaft begibt und ist eine Erfolgsgeschichte geworden, in der Tat. Und dass Sie sich 10 Jahre mit der Frage Vertriebsrecht auch aus wissenschaftlicher Sicht auseinandersetzen, zeigt, wie ernsthaft mit den vielen Veränderungen in den letzten Jahren umgegangen worden ist. Wir haben aktuelle Themen aufgegriffen, haben die aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und damit die Diskussion auch vorangebracht. Also aus Sicht der Wissenschaft ist natürlich an unserer speziellen juristischen Debatte hier in diesem Kreis wichtig, diese Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Keiner ist eine Insel, also weder die Wissenschaft für sich, die Theorie, erlebt für sich noch die Praxis. Insoweit glaube ich, dass dieser Diskurs, wenn man es will, das Symposium wichtig ist, um sich gegenseitig da auch zu befruchten und Lösungen für die Praxis zu finden. Wenn Sie den satzungsgemäßen Auftrag des BVK sehen, dann steht ja unter anderem drin, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und genau dazu dient ein solches Symposium. Für die nächsten 10 Jahre wünsche ich mir gute Referenten und viele Zuhörer und gute Diskussionen. Ich hoffe, dass Sie weiter so konstruktiv wirklich an diesen schwierigen, an diesen Regulierungsthemen arbeiten, dass Sie aber auch klar machen können, dass es am Ende immer der Umsetzung durch Menschen bedarf. Ich wünsche einfach, dass es so weitergeht. Und dass wir hier weiter miteinander diskutieren und Lösungen finden, denn letztendlich ist das hier die Möglichkeit, auch für unsere Mitglieder die besten Ergebnisse zu erzielen, für deren künftige Tätigkeit.